Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Outlast 2 mit mir, den Simon. In der letzten Folge waren wir wieder in der Schule, glaube ich. Unter anderem, wir wurden außerdem von so einem übelst komischen Vieh gejagt, was mich ans Kreuz gehangen hat und was mit Fallen schießt. Oh, guck mal, eine Batterie. Yay! Danke, Dude. Oh, Mann. Holy shit. Das Witzige ist, ihr müsst euch das vorstellen. Im Moment spiele ich ja Zelda Breath of the Wild. Und von den Aufnahmetag her ist das genau hintereinander. Das heißt, ich spiele immer erst Zelda Breath of the Wild. Und dann... Outlast. Und das sind zwei sehr verschiedene Spiele vom Feeling her. Vor allen Dingen spiele ich mit den riesigen fetten Wii U-Pad. Und jetzt habe ich ein Xbox-Controller in der Hand. Oh shit, ey. Da haben wir uns erstmal... Sehe ich den Pfeil, lol? Nee, okay. Go, go! Oh shit, ich muss in Deckung bleiben, verstehe. Das Spiel will von mir, dass ich in Deckung bleibe. Du verblutest, du musst einen Verband finden. Oh shit. Oh shit. Okay, laufen. Oh Gott. Oh scheiße. Hey, alles klar, alles gut bei dir? Hast du einen Verband für mich? Du siehst aus wie jemand, der Verband für mich hat. Da ist ein Verband. Oh Gott, ey. Man agiert dich. Oh Gott, der kommt auf mich! Nein! Der hat mich eingesperrt! Der hat mich eingesperrt. Okay, ich könnte über ihn wegspringen. Oh Gott, mir geht's so scheiße, ne? Oh Gott, wie springe ich? Eigentlich, was ich sagen wollte. Oh Gott. Lauf! Lauf! No! Shit. Ich spiele mit einem fetten Wii U-Controller und jetzt mit einem Mini-Xbox-Controller fühlt sich einfach mega klein an. Ich bin einfach full life. Das ist angenehm. Okay, verstecken. Hey, alles klar. Wir müssen hier ein bisschen ausharren. Okay. Go! Ach, sprinte doch. Oh Gott. Ah, okay. Intuitive Steuerung. Komm! Oh Gott, ey. Ich hatte noch nie das Problem bei Outlast, dass das zu wenig Bandagen hat, ne? Oh, okay. Cool. Oh, what? Oh Gott. Alter. Hatte Outlast schon immer diese Shake-Momente? Okay, laufen. Diese Momente, wo man einfach irgendwie recht... Irgendwie den rechten Stick hin und her bewegen muss. Oh, wie gemein, die Falle. Oh, oh nö. Oh no. Hat er mich gerade in den Sarg gelegt? Oh no. Jetzt hat er mich schon wieder. Ich komme auch nicht in mein Ziel, ist eins zu den Minen zu kommen, ne? Oh, fuck. Ach, Mann, ey. Eigentlich will ich zu den Minen. Aber diese Typen lassen mich einfach nicht, locker, ey. Okay. Ist das hier Ladezeit oder was ist das? Ich meine, dieser kleine... Oh mein Gott. Lebendig begraben. Oh shit, das kennt man aus einigen Filmen. Und wie sollen wir denn da wieder rauskommen? Oh Gott. Also irgendwie werden wir da wieder rauskommen, da bin ich mir sicher, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Man hat doch so viel Druck von oben. Also, ich habe meine Kamera noch, oder nicht? Ich kann mir doch Licht damit machen. Okay, ich spiele. Das klappt nicht. Oh Gott. Ey, dieser Platzangst, die man da haben muss. Das muss so ein Albtraum sein. Kann ich... Okay. Alles klar, drücke wiederholt. Okay, das war ziemlich schlecht verbuddelt, muss man sagen. Hat mich einer ausgebuddelt? Okay, das war easy.
Oh Mann, ey, ich bin auch nicht tot zu kriegen, ne? Hier ist einfach mein Grab. Von Worte uns hier hingeschlürt. Das hat ja gar nicht so lange gedauert, ne? Das war bestimmt Ladezeit, denke ich mal. Hey, cool, er hätte Batterie mehr gelassen. Und die Schaufel, die ich mir eigentlich mitnehmen soll zur Verteidigung. Schaufeln sind sehr gut zur Verteidigung. Wo gehen wir jetzt lang? Gehen wir mal da lang, wo das Game nicht gedacht hätte, dass ich lang gehe. Hier lang. Ich habe eher das Gefühl, dass ich rechtsorientiert hingehen muss. Aber ich frage mich, was hier ist. Dieser ganze Waldsektor. Oh, ist eine Falle? Nee. Diese ganze Wald-Area hier, die hat sich übel offen angefühlt, als wenn ich hier überall hingehen könnte. Aber ich wurde ja die ganze Zeit gejagt, deshalb musste ich halt schnell irgendwo hin. Und ich habe irgendwie relativ oft den richtigen Weg genommen gefühlt. Ah, da hinten ist mein Grab. Mein Grab. Da ist es. Blake ist so ein Überlebenskämpfer, das ist der Shit. Ich glaube, wir heißen Blake. Ich habe echt meinen Vornamen vergessen. Der wird auch nie gesagt, ne? Oh, ist das hier richtig? Oh, hey. Das ist cool. Was seid ihr denn für Viecher? Okay. Ich gehe mal in die andere Richtung. Das scheint mir vernünftiger zu sein. Okay, hier ist mein Grab. Gehen wir hier lang. Oh. Okay, der hat mich tatsächlich. Das ist das Ding, wo ich... Ich höre die Viecher. Aber ich will mir das hier angucken. Alter, ich höre die. Komm, lade schneller. Die sind hier safe. Komm, gucken wir uns das mal an. Pieces of my skin stuck in the barbs. Es war zu spät, sie hochzuhalten. Das stimmt. Ich glaube, das... Hey, alles cool? Alter, da ist ja noch einer genau vor mir. Was seid ihr denn für Spackos? Verpisst euch. Ich hab nichts... Ich hab keine Lust, mich jetzt mit euch rumzuärgern. War hier der Weg? Ich glaube schon, ne? Oder? Ist das noch ein anderer Weg? Nö, hier war der Weg. Fucking Viecher, ey. Was auch immer die von mir wollen. Ja, ja. Zack. Kriechen kann ich auch. Oh, cool. Ein Campfire. Lagerfeuer. Yay. Wieder diese Zelte, wo die manchmal rumgammeln. Die immer noch hinter mir. Oh, hey. Eine Batterie. Boah, wenn man kriecht, ist man ja unfassbar langsam. Wahrscheinlich einfach nur sehr realistisch. Oder hat jemand was geschrieben? Ah, nee. Das ist nur ein Evangelium oder so eine Scheiße. Bräunig. Das vorzulesen ist viel zu stressig. Könnt ihr pausieren, wenn ihr Bock habt. Aber ihr wisst ja, wie das funktioniert. Okay, hier ist keiner meiner Freunde. Gehen wir mal weiter. Ich habe das Gefühl... Hä? Okay. Ach komm. Warum mache ich immer das Mikro aus Versehen an? Nein, ich wollte da drüber. Ich habe das Gefühl, ich bin noch nicht ganz... erledigt. Ich habe noch nicht ganz... mit den Typen abgeschlossen. Hallöchen. Guck mal, die haben den da aufgehangen. Jetzt gucken die sich das an. Guck mal, wie dünn der ist. Holy shit. Der kann mir doch gar nichts im Zweikampf gegen mich. Der sieht schon ein bisschen tougher aus. Okay, gucken wir uns mal an, was wir da Tolles aufgenommen haben. Kommentieren wir unser Video. Sie hängen sich, bevor sie... Wie er... Oh lol, das war ein... Das ging gar nicht darum. Oh, guckt euch den Typen an. Alter, wie der aussieht. Holy shit. Ey, krass aus. Die hingen sie bevor irgendwie... Ich glaube, das war eine Anspielung auf dieses kleine Mädchen. Wie hieß sie nochmal? Unsere Freundin hieß Lynn, die wir rennen müssen. Wie hieß nochmal das kleine Mädchen, das sich irgendwie erhangen hat oder so. Oder das erhängt wurde, scheinbar. Das war ja gerade ein Kommentar dazu. Nicht sie hat sich aufgehangen, sondern er hat sie aufgehangen. Ich glaube, da meint er den Priester oder sowas, diesen Lehrer, den wir schon mal in der Schule gesehen haben. Oh, die Minen! Oder hier? Oh, guck mal, da kann ich lang. Ich wäre da fast runtergerollt. Oh, shit. Okay, Anlauf nehmen. Taste finden, mit der man sprinten kann, springen kann.
Sprinten ist auch wichtig. Oh Gott. Oh shit, ey. Wie kann man... Ich kann nicht. Okay. Seil haben wir schon ein paar gesehen. Oh, das sieht nicht viel aus. Tut mir leid, ich habe das Seil vom Flaschenzug geborgen, damit... Um damit in den Himmel zu klettern. Haha. Wenn der Fettsack Ezekiel euch kein neues Seil gibt, könnt ihr mich herunterschneiden und es wieder zurückholen, weil ich es wahrscheinlich nicht mehr brauchen werde. Lol. Das ist die geilste Suizidnachricht, die es gibt. Das war der Typ da hinten. Der hat sich einfach selber gekillt. Okay. Aber ich kann da oben. Oh Gott. Ich brauche es dann nicht mehr. Um in den Himmel zu klettern. Das ist ja geil. Ah, ich brauche das Seil, um in den Himmel zu klettern. Ich dachte erst, der Typ wäre echt verrückt und würde irgendwie so, ha, ja, ich versuche das wirklich. Aber dann stand da, ich brauche das danach nicht mehr. Oh Gott. Ich bin versteckt. Oh Gott. Ich glaube, der hat mich gesehen. Oh Gott, da ist noch einer. Ich mache einfach den Runner. Ey! B! Wichser! Ich brauch das Seil! Scheiße, wie krieg ich das Seil? Komm, guck dich! Da oben muss ich hoch. Okay. Komm ich da oben hoch? Hey, alles gut? Oh Gott! Komm! Interagieren! Hä? Okay. Okay. Ey, wir haben ganz schön viel krass... Kraft dafür, dass wir so krass am Sack sind. Okay, ist hier einer? Nee. Kann ich hier runter? Nee. Ich drehe mich im Kreis, ja. Oh, da ist einer. Weg! Oh Gott. Hat er gerade eine Frauenstimme gehabt, der Typ? Nachladen. Heilen. Hoffentlich kommt da keiner. Meine YOLO-Taktik scheint zu funktionieren. Komm, nimm das Seil. Thanks. Danke. Eigentlich sollte ich mich beschweren, weil der hat das Seil ja eigentlich genommen. Okay, geh da rein, geh da rein, geh da rein. Öffnen. Geh da rein, aus. Geh da raus. Oh Gott, ey, der Sound ist aber auch... Okay. Oh lol, da snipert wieder hier einer. Okay. Oh nice, ich bin safe. Oh Gott, schnell. Ah, oh, beeil dich. Okay. Oh scheiße, ey. Don't touch mich! Ja. Oh, das ist der Fette. Lol. Alter. Die haben den da runtergeschmissen. Ich wusste nicht mehr. Okay, ist er tot? Hoffentlich ist er tot. Alter Schwede, ey. So viel Action schon wieder, ne? Gut, dass meine Kamera nie einfach kaputt geht oder sowas, weißt du? In Outlast 1 ist die Kamera ja mal irgendwann kaputt gegangen. Ist der jetzt tot? Ich habe das Gefühl, dass wir noch mit denen zu tun haben werden. Interagieren. Alter, die müssen so viele... Lol. Das Dach, vielleicht kann ich... Wie, fuck? Oh mein Gott, der Übergang schon wieder, ey. Ich liebe diese Übergänge, ne? Oh, ey. Ich kann es nicht oft genug sagen, aber jetzt sind wir auf dem Dach der Schule, ne? Wie sind wir denn hier hingekommen? Da ist eine Tür, die ist aber vereist. Da können wir nicht rein. Die scheint mir einfach... Ich höre was. Oh, scheiße. Das hat sich böse angehört. Der Schnee sieht ein bisschen komisch aus. Und auf dem Dach der Schule. Da sind Fußspuren. Ah.
Bin kein großer Fan von Fußspuren. Oh Gott. Oh Gott, Alter, ich höre was! What? Da ist alles blutig. Da lief doch gerade einer rum. Alter, das macht mich ein bisschen fertig. Ja, von hier kommen die irgendwie. Kann ich da hoch? Aha. Outsmarted. Ich glaube aber nicht, dass ich hier lang muss. Kann ich hier hoch? Oh ja. Guck mal, hätte ich jetzt nicht gedacht, ehrlich gesagt. Ich will rein. Es ist so kalt. Habe ich meine... Was für Sachen habe ich an? Sind das dieselben Sachen, die ich auch in der anderen Welt anhabe? Oder in meinem Nicht-Tagtraum? Ja, wir sollten die Fußspuren folgen. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. Fuck, Alter. Mama. Das ist auch alles zu. Warum sollte ich da hingehen? Hier kann ich lang rein. Oh, Mann. Wie hier aber auch nichts ist, ne? Oh, hey, ne. Offene Tür. Der bewegt sich doch. Alter. Das ist nicht cool. Was ist das denn für ein schmaler Gang hier? Ach so, der bewegt sich wegen der Tür. Ich dachte schon, da hätte jemand einfach von innen. Aber warum sollte jemand die von innen einfach auf und zu machen, wa? Oh cool, wir sind im Treppenhaus. Gott sei Dank sind wir wieder in der Schule. Eigentlich dumm. Warum will ich eigentlich in die Schule? Alter. Einfach mal ein bisschen Blut, warum nicht? Okay. Hä? Da kann, ich kann einfach nicht mit dieser Tür interagieren. Ich kann nicht mal gucken, ob die auf uns zu ist. Oh Gott, da ist was. What the fuck? Oh. Okay. Oh. Okay, das ist cool. Nein, das... What? War das denn? Oh. Mama. Oh mein Gott, war das ein Slenderman? So aus wie ein fucking Slenderman. Er ist weg, oder? Scheiße, wir sind wieder draußen. Oh, wir haben eigene Fußspuren. Das ist ja cool. Das ist ziemlich gut gemacht. Ich hätte nie gedacht, dass wir hier mal hinkommen. Wir haben das hier ja schon mal gesehen, diesen Pausenraum oder diesen... Wie auch immer man das nennen möchte. Kann man wieder reingehen? Öffnen. Verschlossen. Ha! Okay. Exit, yay! Alter, ey, dieses Vieh. Was war das? Das sah nicht aus wie das Vieh, was mich letztens gekillt hat in der Schule. Okay, ich will zum Exit eigentlich. Da waren wir schon mal. Das ist die Kantine. Komm. Oh, okay. Also scheinbar ist das alles hier logisch miteinander verknüpft. Ich glaube, da oben haben wir das hier schon mal gesehen. Also ist ja, keine Ahnung, gehen wir hier rein. Oder auch nicht. Was machen wir hier? Hä? Oh, lol. Was ist das denn? Was ist das denn für eine Scheiße? Ich habe keine Lust, da runter zu gehen. Okay. Oh, es bleibt uns wohl nichts anderes übrig. Oh, wo sind wir denn? Öffnen. Oh, warte. Ah, nach hinten. Okay, verstehe. Oh, Alter, das ist so ein gruseliger Gang. Holy shit, ey. Wie sieht es in die andere Richtung aus? Hier ist Dead End. Okay. Du warst eifersüchtig, du hattest... Oh, Mama! Oh, Gott. Ich war eifersüchtig? Oh, wir sind hier. Cool, jetzt können wir uns die Menüs auch mal richtig angucken. Ich glaube, das haben wir uns aber alles angeguckt. Das wäre witzig, wenn die das hier geändert hätten. Und ich mir das alles gemerkt hätte und dann... Ha!
Scheint aber dasselbe zu stehen. Ey, dieses Vieh, was mich verfolgt, ey. Du warst eifersüchtig. Ich weiß nicht, was der meint. Auf das Mädchen? Auf den Lehrer? Ich glaube, es geht ja um diesen Priestertyp irgendwie. Hier können wir wahrscheinlich nicht rein. Lol, doch. Hier waren wir schon mal. Hier ist zu. Da ist die Küche. Nice, die haben Fernsehen in der Küche. Ach nee, das ist eine Mikrowelle, oder? Oder ein Fernsehen? Ich glaube, das ist ein Fernsehen, oder? Ich glaube schon. Okay. Wunderbar. Hier waren wir schon mal. Ich glaube, wir holen uns erstmal nochmal eine Cola, um wieder runterzukommen. Ah, Mikrowellen. Cool. Drink it! Scheiße. War das Gemälde hier vorher schon? Ja, oder? Okay. Das war aber vorher noch nicht da, oder? Don't tell. Ne, don't. Don't. Oder don't L T. Don't let me go. Don't let me go. Okay. Ich bin doch nicht dumm. Oh shit. Wow. What? Oh hey! Jessica! Come here. Jess! Oh hey. Shit. Quick. Ah! Das war seltsam. Ich würde aber sagen, ich beende hier die Folge mit den übelsten Cliffhanger. Was wird gleich passieren? Das war crazy. Ich habe mich nach links gedreht, weil ich halt ihre Stimme links gehört habe. Und dann, huach. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.